Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute haben wir zwei Sendungen am Start. Eine ist vom lieben Creepfan und eine ist von meinem neuen Händler, mit dem ich jetzt ab 2020 eine etwas konkretere Geschäftsbeziehung eingehen werde. Wir haben einen kleinen Testkauf gemacht, um zu sehen, ob er eben auch ordentlich liefert und vor allen Dingen, ob ich dann auch ordentlich zahle. Die Zahlungen werden in zwei Raten aufgeteilt für nächstes Jahr. Und ich muss sagen, die Lieferung hat hervorragend geklappt, war alles super verpackt. Ich werde ihn später noch fragen müssen, ob ich hier seinen Namen nennen darf und ob ich hier sein Market verlinken soll. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit seiner Sendung. Und zum Testkauf gehörten zum einen dreimal aus dem Tournament Pack 4 Royal Degree. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie viel sie ging, aber ich glaube, in Ultra war sie einiges wert. Richtig cool. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube, in Super haben wir sie bisher bloß, weil er hatte mich ja schon gefragt, ob ich eine von denen hatte. Und ich hatte sie halt nur in Super. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, komplett vergessen gehabt, dass ich sie überhaupt hatte. Richtig cool. Auf jeden Fall mega nice in Ultra Rare hier. Dann haben wir aus dem Champion Pack 4 zweimal letztes Angebot. Damit haben wir jetzt auch das Playset voll. Fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Wie viele jetzt die gingen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die gingen auch ein paar Euro. Mega coole Karte auch. Kennen wir ansonsten, glaube ich, nur als Kamen aus LOB war es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall richtig, richtig coole Sache. Weiter geht's mit Astral Pack Stuff. Und zwar haben wir hier zweimal Trishuler. Damit haben wir hier auch das Playset voll. Eine mega coole Sache. Trishula sieht in Ultimate am besten aus, finde ich. Danach in Secret und dann erst in Dual Terminal Rare, auch wenn Dual Terminal Rare das teuerste ist. Muss ich mir auch noch eine ranschaffen, habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Und ja, auf jeden Fall mega cool. In Ultimate kommt noch das Artwork richtig zur Geltung, da vor allen Dingen halt der Hintergrund wirklich nur punziert ist und nicht das Monster selber. Das heißt, es hebt sich hier auch in gewisser Art und Weise ab. Und feierlicher Schlagzahl in Ulti, das sind meine ersten beiden in Ulti. Ich habe sie sonst nur einmal in Secret. Jetzt weiß ich auch, was er meinte mit, ob ich feierlichen Schlag habe. weil sonst hätte ich drei bekommen. Und ich habe ja einen nur in Secret nochmal gespendet bekommen. Ihr wisst aber, wenn man zu geizig war, mit denen zu kaufen, jetzt habe ich ihn halt hier nur zweimal in Ulti statt dreimal. Aber das macht nichts. Richtig cool. Feierlicher Schlag. Sieht auch extrem geil aus in Ultimate Rare. Gefällt mir sehr, sehr gut. So muss das sein. Und denn das war im Endeffekt die Sendung von dem vorhin angesprochenen Händler. Jetzt kommt noch die Sendung von Creepfan. Und Creepfans Sendung ist auch nicht unbedingt schlecht. Und zwar hat er letztens auf seinem Kanal das Circle Break Display aufgemacht und alles, was da so übergeblieben ist, zumindest die Commons und Rares und auch die ganzen Random Holos, die er abgeben wollte, hat ihm abgegeben. Und dazu habe ich noch zwei Secrets gekauft, die er gezogen hatte. Und ja, was kann man im Allgemeinen zu Circle Break sagen? Ich muss sagen, es gibt ein paar sehr, sehr cool aussehende Karten, zum Beispiel diese Drachensoldaten. Sehen sehr oldschool aus. Natürlich auch die amazonischen Monster, wobei ich denke zu glauben, dass es die schon in Japan ein bisschen länger gibt. Was fällt mir jetzt noch aus dem Kopf raus? Eine Sniffer-Drache finde ich ganz cool. Dann diese Rare, ich habe seinen Namen vergessen, das soll die beste Rare aus dem Set sein, dieser Zombie-Drache oder was das sein soll. Der sieht extrem geil aus, erinnert sehr an GX von der Aufmachung her. Und ansonsten, ich muss sagen, dann gibt es ja diese komischen Drachen. Mechanische Drachen sind das, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, ich finde die Artworks sind total verkackt. Wirklich, das ist so richtig Sexel-Art quasi, oder Seal-Art, von der Aufmachung her, die sehen so richtig scheiße, also richtig voll gekackt, ne, im Hintergrund und so. Und dann gibt es noch die neuen Themen, da gibt es diese, die eine habe ich jetzt vergessen, da sehen wir aber gleich eine Holo von in Super Rare, dann weiß ich den Namen wieder. Und dann gibt es noch diese Crawler finde ich so mittelmäßig. Ja, ich finde die Super Rares, die Link Super finde ich cool von der Optik her, den Rest eher so mittelmäßig. Und jetzt wollen wir uns auch mal angucken, was wir hier bekommen haben. Ich habe die anderen hier in der Hülle gelassen, die wollte ich jetzt nicht aushöhlen, aber ich habe hier mir zweimal, habe mir dann angeholt, und zwar ist das Wenn Schrecken Chimäre. Und Wenn Schrecken finde ich ist einfach ein übel cooles Thema, ist ziemlich oldschool und auch die Karten hier, die Wenn Schrecken Chimäre sieht einfach wahnsinnig nach GX aus, erinnert so ein bisschen an die finsteren Lucifer-Teile. Ganz entfernt natürlich nur. Auf jeden Fall extrem geil. Ich muss das Artwork noch ein bisschen genauer studieren, wenn ich hier mit dem Video fertig bin, weil auf einen Blick kann man das gar nicht alles verarbeiten. Es ist aber nicht, es ist ein bisschen overdesigned, aber es ist trotzdem cool irgendwie. Ist eine Ausnahme. Normalerweise mag ich ja keine overdesignten Karten.
Gut, das waren die beiden, wo ich gekauft habe. Dann war ein Zephrad dabei, das war eine Spende, also quasi ein Bonus, einfach weil er cool aussieht, hat er gesagt. Er hat auch so einen Zettel geschrieben, den habe ich jetzt bisher leider nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Random Supers. Dann haben wir hier einmal metaphysische Neptis. Da gibt es noch eine andere metaphysische Karte in Super, die sieht auch echt Bombe aus. Richtig, richtig cool. Dann haben wir, legen wir hier unten hin. Dann haben wir den Gateway-Drachen. Ja, der geht auch von der Optik her, ist jetzt nicht hässlich. Ne? Dann die hier meine ich, diese Autorakete-Drache oder so, diese hier. Ich finde die so furchtbar. Der hier geht ja noch, aber da gibt es einen Kamin, der lauter so grüne Pfeile als Hintergrund und das sieht so scheiße aus, ohne Witz. Einfach nur so kacke. Also ich muss sagen, von dem bin ich überhaupt kein Fan. Ne? Das ist schon wieder so richtig einfallslos. Die hier meinte ich, die sind richtig cool. Altergeist, genau. Silquitaire. Heißt der okay? Finde ich zum Beispiel sehr schön hier in Super Rare. Den holen wir doch auch gleich mal raus, wenn man das Artwork vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Den finde ich echt cool gemacht. Schön von der Optik her, auch schön oldschool. Ja, mega cool. Gefällt mir einfach extrem gut. Ja, auch die Commons, die von denen rausgekommen sind, sehr schön. Sehr schönes neues Thema. Dann haben wir Nummer 41. Baguska, der schrecklich müde Tapir. Ist übrigens zensiert. Normalerweise hat er da statt dem Kissen, glaube ich, eine Bierflasche und eine Kippe im Maul. Ist auch eine sehr, sehr schöne Xyz. Gefällt mir sehr gut. Haben wir hier gleich zweimal mitbekommen. Ist auch einer der besten Super Rares in dem Set, glaube ich, die rausgekommen sind. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber glaube, das gehört zu haben. Dann haben wir den Unterterror-Behemoth Unterwäldlerin. Den finde ich auch ganz cool, den Drachen. Ja, das sieht natürlich auch echt super aus. Kann man auch mal kurz ein bisschen aus der Hülle holen. Ich weiß, die Hülle spiegelt nochmal extra so ein bisschen. Ja, also muss sagen, gefällt mir sehr gut. Sehr schön. So muss ein Drache aussehen und nicht wie die Affen hier. Dann, genau das ist er. Der X-Crawler, der mir sehr gut gefällt von der Optik her. X-Crawler Qualiant. Oder, wie ist der? Qualiarche. Okay, sieht sehr, sehr schön aus. Sehr cooles Artwork. Der gefällt mir echt gut. Haben wir auch zweimal mit dabei gehabt. Dann haben wir einen Link-Bumper. Ja, den finde ich jetzt eher so mittelmäßig. Also ist auch nicht hässlich, aber es gibt auch was Schöneres. Beschauliches Leben. Ist eine sehr schöne Zauberkarte. Die sieht sehr oldschool aus mit den beiden Rittern hier. Finde ich echt cool. Hat mich überrascht. Ne? Habe ich gar nicht gekannt, dass die da drin ist. Ich habe schon einige Openings angesehen, aber die ist mir nie bewusst gewesen. Also richtig cool. Richtig schön oldschool eigentlich. Sehr cool. Dann, wenn Schrecken Nächte, Fallenkugel des Weltvermächtnisses, das ist auch eine relativ cool aussehende Fallenkarte. Dann, Altergeist-Protokoll und nochmal Altergeist-Protokoll. Ja genau, das war es gewesen. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge, wann auch immer die sein soll. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.